Gelaufen, nicht gekrochen. Der auf! Eigentlich. Der ruft doch bestimmt die Bullen. Darf er nicht. Das ist replay-technisch jetzt nicht mehr erlaubt. Achso. So, du setzt dich da jetzt hin. Hinsetzen. Hinsetzen, Lukas. Hinsetzen. Hinsetzen. Ah, so ein kleiner Junge ist das, ey. Ja. Ja, ich hab den in 2 eingeschossen. Setz dich jetzt hin, sonst war's das gleich für dich. Gar nicht. Jetzt. Wird doch nur festhalten, Mann. Ich glaube, ihr könnt euch darauf einstellen, dass wir zum Dings fahren. Ich hab dafür. Dass wir zum Auto. Eisenwerk fahren. Schön brav sein, Jungs. Eisenmine oder Eisenwerk? Eisenwerk, also ich hab den. Der ist gerade an der Eisenmine, der Hammett. Liegen bleiben, dass er hier rauskommt. Jungs, da holt irgendwas im Rucksack. Ja. Fahr. So, aussteigen, schießen. Schießen. Ey, wieso? Ich bin nur ausgestiegen. Scheiße. Jetzt habe ich das verpasst. So, also hat dann einfach. Ich hab Geld dabei, ich hol hier jetzt erstmal ein Repair-Kit. Alter. Wieso steht hier hinten? Hier steht natürlich keiner drin. Du bleibst jetzt liegen. Jetzt sitzen. Da ist keiner drin, scheiße. Da müssen wir abgeholt werden, oder? Oh, ich hab nur 3 Marihuana im Rucksack. Warte mal. Hat jemand ein Repair-Kit? Nee, also, ich lauf kurz nach da vorne. Da kommen doch jetzt gleich die Bullen. Wo ist denn der Wegpunkt jetzt? Tot? So Handschellen oder sowas gibt's hier nicht, ne? Leute, wir sollten abhauen. Nee, wir fliegen ohne Auto, komm mit. Vogel. Komm mit, gimme B. Hey, wo ist denn jetzt hier der Wegpunkt, den ich mir gesetzt habe? Junge, die können jetzt Krankenwagen rufen. Ja, stimmt. Nee, können sie nicht. Ich hab den Smartphone weggenommen. Ach so, also können die auch gar keinen. Ah, nee, das ist Replay-technisch nicht mehr erlaubt. Müsst ihr aber drauf achten, wenn ihr jemanden ausraubt. Okay, wie kann man denn das Smartphone rauben? Ist das irgendwie. Einfach sagen, ich hab jetzt dein Smartphone. Ah, okay. Dann dürfen wir es. Ich kann den echt nicht wegnehmen, aber. Okay, was ist, wenn sie dann trotzdem die Polizei rufen? Kimby steht auf. Ja, dann nimm ich halt. Dann. Weil ihr seid kein Roleplay. Mhm. Wie zielt man eigentlich richtig mit der Waffe? Kann man auch nah dran gehen oder? Rechtsklick. Einfach mitkommen. Komm gleich wieder. Ach so. Ich lauf da kurz zur Tanke hin. Wir verstecken dich jetzt mal hier dran. Komm mal her. Leute, beeilt euch einfach mal ein bisschen, weil ich glaube, mit den Hammett bei der Eisenmine ist ein bisschen mehr Geld zu holen. Ja. Ja, ich muss zum Ding laufen. Der hat uns Reifen zerschossen, der kleine Wichser. Oh, ich mach jetzt Angebot, du bleibst da liegen, ne? Und ich passe ein bisschen auf dich auf. Tötet sie doch, tötet sie doch. Haben wir doch, ich muss aber ein Repair-Kit holen, du. Lawina. Schön Wagen. Da kommt ein Heli. Heli kommt da. Ja, unsere. Achso, echt? Okay. Jo, ja, doch. Das Para. Ja, gut, sehr schön, ich hab gedacht. Und wie geht's dir, Kimibi? Schöner Tag heute. Freut mich für dich. Ach, ist da noch einer? Einer lebt noch, der hat nichts getan, den dürfen wir dann nicht erschießen. Ja, wieso? Der gehört eigentlich mit dazu. Ich weiß es nicht. Nee, er schießt ihn nicht, er schießt ihn nicht. Er hat ja nichts getan, ganz ehrlich. Könnte eigentlich auch unsere Geisel sein. Haha. Schon nee, wieder. Wir mehrere sind. Also noch mehr. Das wäre besser, oder? Wenn Chromex noch dabei wird oder so. 5 Police am Drogendealer in Pyrgos. Leute, beeil dich bitte wegen den. Ja, mein Gott, ich bin auf dem Weg. Jetzt bleib einfach liegen, okay? Bleib liegen. Und er ist sogar in der Aufnahme, wenn er das wüsste, ey. Mein Gott. Ja. Wir tun hier nichts, wir bleiben nicht einfach liegen. So, 2 Repacks gekauft. Sehr schön. Sag deinem Freund, der ist selber schuld. Wie bitte? Was hast du gerade gesagt? Okay, sag deinem Freund, der ist selber schuld, dass er erschossen wurde. Und es hätte nicht so weit kommen müssen. Das ist aber eigentlich Roleplay-technisch, ist das jetzt auch kein Roleplay, was du gerade betreibst, weil wenn er tot ist, ist er tot. Da kann er nicht sagen, dass er. Er redet aber auch noch die ganze Zeit mit seinen Kollegen. Ich hab auch was gefragt. Der Holly Moröder 2 verbindet, what the fuck.
Bei mir kam auch gerade Jan 2 verbindet und alles. Ah, der darf aber auch Roleplay-mäßig nicht mehr jetzt die Polizei rufen, weil er tot war. Wenn er jetzt neu spawnt. Ich muss mich trotzdem beeilen. Durfte ich da auch nicht beeilen. Ja, war beim Einer, wo ich getötet worden bin. Stimmt. Ja. Hab ich auch zur Polizei danach gelaufen und hab gesagt, ja, mich haben gerade welche umgebracht. Die so, und ist doch tot gewesen. Wie ist denn das, wenn man Stahl machen will, muss man trotzdem erst zum Kupfer- und Eisenwerk, oder? Ja. Kommt jetzt? Also Leute, müsst ihr dann... Oder ihr lasst den Pickup hier stehen und wir fliegen schnell mit dem Heli rüber. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, wenn das da... Ja, ich bin gleich da. Hier, ich komme angelaufen. Lauf, Schlampe, lauf. Und Para, dazu, was du gesagt hast, dass es kein Roleplay ist, der hat noch mit seinen Kollegen gesprochen, der hat noch denen was gefragt. Ja, wenn deswegen einer tot ist, ist er tot. Also. Ja, deswegen habe ich dir das gesagt, dass der den schön sagen kann, dass er selber schuld daran ist. Der rennt da hinten umher, an der Straße. Weiß ich nicht, der ist der Nächste, wenn er kommt. Stimmt, sein Kumpel. Jo, kommt wieder. Da hinten rennt einer weg. Vielleicht hat er gesehen. Das ist der Typ von eben. Das macht er bestimmt so, ja, ich habe die gerade Überfall gesehen und sowas. Genau. Ja. Und dann kommen die und dann... Ja, der andere liegt hier noch immer. Ja, das ist ja, der ist ja... Wischt den Boden. Der Typ ist mir egal. Wie kommt, seid ihr fertig? Gleich. Na, ich bin bereit zur Abfahrt. Tino, guck mal, wo der Ding ist, der... Ja, der war eben an der Eisenmine, also müsst ihr euch beeilen jetzt. Ja. Ja, wir wollen jetzt noch den Hammett ausrauben. Wenn's klappt. Ja, natürlich gar so, nicht. So, wir hauen jetzt ab, ne? Also, ja. Bleib ein paar Sekunden liegen, besser für dich dann. Sehr schön. Okay, das war ne. Das war schon mal gut, ey, komm. Ja. Du hast es in Aufnahmen auch immer gehört. Wir sind alle drin? Ja, schnell weg. Ja, echt, ja. Warte, ich muss es mir markieren. Sehr schön. Guck mal, irgendwas. Sowas hätten wir nicht gemacht, wenn wir alleine wären. Ja, erst wenn wir Waffen hätten, würden wir sowas machen. Aber es dann zu zweit, kommen wir drauf an. Ja. Oh. Okay, dann. Ich hatte immer das Gefühl, wo ich das Spiel das erste Mal so gesehen habe bei YouTubern, dass irgendwie die Polizei immer alles kann, alles macht und ja, weiß ich, egal ob du sagen eine D-Sing hast oder sowas, dann heißt dann, ja, tut mir leid, können wir nichts gegen machen und sowas. Weiß ich nicht. Nee, eigentlich sind die so nicht. Da kam mir immer so vor bei anderen Let's Playern, wo ich mir das angeguckt habe, dann haben sie, weiß ich, wurden sie überfahren vom Auto von der Polizei oder dies, das, und ja, warum haben sie mich denn gerade ne, angefahren? Da kommt uns etwas entgegen. Oh, die Polizei. Aber? Nee, die halten sich nicht um. Sehr schön. Außer die wird der eine Typ würde gleich sagen, ja, die sind in die Richtung gefahren. Ja, und ein paar Leute, also ich, meinen Namen sieht man. Ja, das darf aber nicht. Jo. Weil man sieht ja den Namen in echt auch nicht. Ja, stimmt, genau. Ja, na klar, so. Was denkst denn du? Ja, also ich weiß ja nicht, wie das dir so ist. Ja, schön. Ich fahr zu, also ich flieg zur Todeskäufer an die Tankstelle, Leute, ja. Oh! Oh! Raus! Nee, der ist nicht Rot Fuel, keine Sorge, ich hab noch ein Repair-Kit. Boah, ey. Oh, Junge. Ey, steck mal eure Waffen wieder ein. Ja, und drück Z. Hast immer noch meine Karren, ne? Noch. Bevor die Polizei doch kommt. Wir. Erstmal die Polizei uns mal helfen kommen, ne? Hat jemand einen Verbandskasten? Aber nee. So einfach im Rucksack reinschauen dürfen sie nicht, oder? Nee. Ja, guck, dann können sie doch eigentlich kommen und uns helfen. Ja, Leute, kann ich euch, soll ich euch nicht lieber mit dem Heli mitnehmen und ihr versteckt euch dort? Oder keine Ahnung. So, jetzt ist die Karre wieder. Ja, heile raus. Ja, Dacko. Bin ich doch. Denk mal, da hinten sind noch die Bullen. Oh. Also, ich sehe die Bullen auf dem Radar. Ja, noch. So. Geh weiter. Hä? Ich bin nicht drin? Kommt rein. Hä? Ah, jetzt. Mir hat immer jemand den Platz weggenommen. Ein rechter Platz ist frei. Wie weit seid ihr schon? Seid ihr am Airfield? Ja. Okay, wie seid ihr denn so schnell hingekommen? Mit dem Auto. Im Rasergang. habt ihr in den Hammage irgendwie was schon gesehen? Nö. Nee. Zum Kupfer- und Eisenwerk müssen wir, gell? Ja, würde ich jetzt nicht direkt, weil der muss ja erstmal verarbeiten. Weiß nicht, kann ob man ich jetzt langsamer fahren, oder? Weiß nicht, ob man beim Baustoffhof überfallen sollten dann. Ja, oder soll ich umdrehen, dem entgegenfahren und dann später nochmal wenden? Nein, das sind die Cops.
Ja, stimmt. Ja, wieso, wenn ich den doch einfach nur jetzt unauffällig hinterherfahre? Vielleicht erzählt ihr dem, welchen Wagen wir im Zug hatten, wenn wir da entgegenkommen. Ja. Wieso ich weiß, dass das eine gute Idee ist? Sagen die vielleicht, Jungs, steigt mal aus, wir müssen mal was prüfen bei euch. Oder er ist so durcheinander und weiß gar nicht mehr, welche Farbe unser Pickup hatte. Denke ich nicht, sein Kollege hat da auch drauf geschossen. Ja, stimmt. Ich höre einen Heli. Er ist aber... Genau. Para, okay. Para. Ich habe das Zeichen, Dings nicht gesehen. Para, wo ist denn der Helmet? Achtung, Fahrzeug kommt entgegen, Pickup. War kein, auch nichts Besonderes, ne? Ein roter, oder? Ein gelber. Gelber. Ja, der fährt schon am Rand. Ja, könnte der Kollege vielleicht sogar gewesen sein. Ja, stimmt. Direkt zur Seite abgebogen, als er uns gesehen hat. Der fällt mir jetzt wieder überfallen. Der hat sich Geld geholt, genau, um den Wagen zu bezahlen. Der Pack! Aber ey, der hat echt versucht, uns alle im Auto umzubringen, oder wie? Voll der Jude, ja, hätte höchstens einen mitgenommen, ganz ehrlich. Ja. Aber der hat ja Gott zum Glück gar keinen von uns mitgenommen. Ja, mich hätte aber, glaube ich, getroffen, ich habe nur noch 61 Leben. Ach so. Ich habe auch nur noch 69. Ich habe 88, aber jetzt durch den Autounfall da gerade. Unfall. Also, am besten, wenn wir gleich mal können oder so, zwischendurch mal Leben auftanken, wäre ganz gut. Ja. Look. Das macht man ja leider nicht mit Trinken. Ja. Apropos Trinken, denkt dran, ne? Ja, passt. Könnt ihr mal vielleicht was in den Kofferraum tun, weil ich hab grad nichts. Und da stellt sich einfach mal an den Seitenrand oder so, keine Ahnung. Vielleicht kommt der an euch vorbeigefahren, versteckt euch mal ein bisschen. Wer braucht was zum Trinken? Ich. Einfach im Kofferraum legen. Kann man nicht. Doch, kann man mit Tee. Nee. Also, da doch, kann man. Doch, aber du kannst das Auto nicht aufmachen, weil du keinen Schlüssel hast. Oder doch? Doch, jeder hat. Ah, gut. Ja, wo sollen wir uns denn hier versteckeln mit einem weißen Offroader-Duo? Stimmt. Ja, und wenn Hammett fährt, da haben wir doch keine Chance. Natürlich, wenn wir früh genug rausfahren. Okay. Aus unserem Versteck den blockieren auf der Straße. Der rast doch da durch, oder nicht? Das ist auch ziemlich unnötig, nee, oder? Wenn wir den so mittig stellen, okay, und auf die Reifen schießen, dann passt das. Achso, ja dann. Wir können uns ja hier irgendwo zwischen die Häuser stellen. Guck mal, wenn wir uns jetzt hier... Auf jeden Fall muss er ja zum Kupfer- und Eisenwerk. Und dann, wo verkauft man das? Verkauft man das beim Baustoffhof oder... Altes Bauhof. Oder beim Industriewaren? 5 Kilo. Ah nein, ist drin. Hast du nur geschrieben. Wir sind 5 Kilo, dein Hummingbird wird geklaut. Guck mal, wenn wir jetzt hier stehen, Para uns sagt, wir sollen raus. So früh genug, dann fahre ich einfach raus. Ja, stimmt. Blockieren wir die Straße, hier kann er ja nirgends ausweichen, hier sind Häuser. Und wir gehen in die Häuser. Auf der anderen Seite ist Grünfläche. Wie auf der anderen Seite, ja. Wie wär's, wenn ich raus... Ja, aber wo will der da hin mit seinem dicken Hammett? Ja eben, soll ich hier schon mal raus, okay? Dass ich direkt bereit bin. Ja. Jo, dann steigt ihr aus. In die Häuser. Das ist aber Stadt. Ich glaube, das ist eigentlich Safe Zone. Nee. Hier was auf dem Radar. Leute, da kommt was Grünes entgegen. Was Grün? Polizei. Ja, ich sag euch nochmal Bescheid. Ja, wenn es hier wirklich Safe Zone ist. Wo ist denn das Auto nochmal? Der Helmet kommt, Leute. Und da ist noch ein weißer Pickup dabei, Leute. Okay. Wo ist der Pickup? Wann sollen wir rausfahren? Da ist noch ein weißer Pickup dabei. Ja, wo ist denn der? Der ist direkt hinten dran, also anscheinend gehören die zusammen. Nee, wo ist denn jetzt der Hammett? Welche Position? Dass ich weiß, wann ich rausfahre. Der ist gleich gegen Gebiet 1. Okay. Aber ist das jetzt die Safe Zone oder nicht? Ist davor noch ein Auto? Nee, ist es nicht. Steigt ihr am besten alle raus und Geronimo fährt dann vor? Ja, also er ist jetzt Gangebiet 1 so ungefähr, dann... Ja, dann fahr ich mal raus. Oder ist davor noch ein Auto? Alter... Da ist noch... Da kommt sogar noch ein nächstes Auto dann. Boah, ich muss pissen, Alter. Aber das bringt ja nichts, wenn ihr den jetzt verarbeiten... Also der jetzt verarbeitet. Ja, dann überfahren wir den halt erst, wenn der zurückfährt. Habt ihr eine Eisenlizenz? Nein. Oder wir warten am Bauhof. Ja, stimmt.
Dann fahr ich raus und wir campen am Bauhof.